Es berührt mich jedes Mal, dieses Adventslied zu singen nach der Melodie von O Haupt voll Blut und Wunden. Aber das schlägt den Bogen. Am ersten Advent wird auch dieses Evangelium vorgelesen von dem Einzug Jesu in Jerusalem. Also der heutige Predigttext ist das Evangelium Johannes 12, was wir eben gehört haben. Und es geht um Jerusalem. Jerusalem ist nicht einfach nur eine Stadt, das ist ein Symbol. Damals zur Zeit Jesu, aber auch heute noch. Wir merken das gleich. Drei Religionen beziehen sich auf Jerusalem. Das Judentum, die Christen und die Muslime, die ihr zweitwichtigstes Heiligtum auf dem Tempelberg haben, den Felsendom. Der hochverehrte König David, der hochverehrte König David hat Jerusalem einst zur Hauptstadt des Landes gemacht. Sein Sohn Salomo hat da den ersten Tempel gebaut und spätestens seitdem war die Stadt das lebendige Symbol für die Gemeinschaft zwischen Gott und seinem Volk. Zu Zeiten Jesu stand da der zweite Tempel, der nach der Rückkehr des Volkes aus dem babylonischen Exil erbaut worden ist. Und König Herodes der Große, der an der Macht war, als Jesus geboren wurde, hat sehr, sehr viel Geld investiert, um diesen Tempel auszubauen. Er hat eine Riesenanlage draus gemacht, die weltweite Aufmerksamkeit genossen hat. Alles leuchtete in Marmor und Weiß und Gold und es waren große Versammlungsräume da und große Höfe, wo an den Festtagen Tausende von Juden zusammenkamen, um dort die Festtage zu begehen. Und nirgendwo sonst fühlten sie sich ihrem Gott so nahe wie hier in Jerusalem, in der heiligen Stadt. Und logisch, dass es da auch gewisse Empfindlichkeiten gab. Das musste der Statthalter Pontius Pilatus feststellen. Der hatte so ganz am Anfang seiner Amtszeit kam er auf die wenig kluge Idee, als Ausdruck der Macht Roms in Jerusalem Bilder des Kaisers anzubringen. Jetzt hatten die Juden ja ein strenges Bildergebot, um zu vermeiden, dass man falsche Götter anbetete. Und Pilatus brachte nun in Jerusalem Bilder vom Kaiser an. Es hat einen riesen Volksaufstand gegeben. Die sind mit Wahnsinnsdemonstrationszügen nach Caesarea gezogen, wo Pilatus seine Residenz hatte. Das ging so weit, dass er nachher das Volk in diese Rennbahnen gebracht hat. Wer schon mal da war, Caesarea Maritima, die kann man heute noch besichtigen. Und dann hat er seinen Soldaten den Befehl gegeben, das Schwert zu ziehen und diese Leute zu umzingeln. Daraufhin haben die Juden sich hingekniet und haben gesagt, dann schlag uns den Kopf ab. Also so wichtig war denen Jerusalem. Und Pilatus war so beeindruckt, dass er aufgegeben hat und hat diese Dinger da wieder entfernt. Nachzulesen bei Flavius Josephus übrigens. Also Jerusalem ist keine Stadt wie jede andere und wir erfahren aus der Offenbarung, da wird beschrieben am Ende der Zeiten, da wird Jerusalem herabschweben wie eine geschmückte Braut vom Himmel und das wird dann der Ort sein, an dem Gott unter den Menschen wohnt. Das heilige, das himmlische Jerusalem. Und deswegen ist es kein Zufall, dass Jesus ausgerechnet in Jerusalem gestorben ist. Wo denn sonst? Und schon gar nicht ist es ein Zufall, dass Jesus genau so in diese Stadt eingezogen ist, wie wir es eben im Evangelium gehört haben. Also auf einem Esel sitzend und von der Menge bejubelt. Seine Jünger haben das in dem Moment nicht begriffen, schreibt Johannes. Das waren einfache Leute und sie verstanden nur relativ wenig von den Heiligen Schriften. Aber man kann sich vorstellen, die waren geflasht von dem Augenblick. Also so müssen sich Fußballspieler fühlen, die den Weltmeistertitel errungen haben und die zurückkommen in ihr Heimatland und ihnen wird ein Riesenempfang bereitet. Ole, ole, ole und wir sind Weltmeister.
Also die Jünger trotteten hinter ihrem Meister her und dachten, Mensch, die rufen Hosianna dem König Davids. Wenn der König ist, dann sind wir doch sowas wie Minister oder so. Uns hat er doch auserwählt, wir sind seine 12. Also genießen wir den Moment, wir werden bestimmt bald hier in den Palast einziehen. Und dann waren sie völlig überrumpelt von dem, was tatsächlich passiert ist in den nächsten Tagen. Das letzte Abendmahl, der Verrat, die Gefangennahme, das Todesurteil, die Kreuzigung. Dabei war das sowas von klar. Wer auf diese Weise in die heilige Stadt einzieht, der spielt mit seinem Leben. Denn das, was die Jünger im Nachhinein erst begriffen haben, das haben die Schriftgelehrten sofort verstanden, dass Jesus hier nämlich etwas inszeniert. Und zwar die Weissagung des Propheten Jesaja. Und damit gibt er zu verstehen, dass er den Anspruch erhebt, der Messias zu sein. In Sacharja 9, Vers 9 heißt das, du Tochter Zion, freue dich sehr, und du Tochter Jerusalem, jauchze, siehe, dein König kommt zu dir, ein Gerechter und ein Helfer, arm und reitet auf einem Esel, auf einem Füllen der Eselin. Daran hat Jesus sich orientiert. Und er hat die Mächtigen seiner Zeit damit zum Handeln gezwungen. Auf solch eine Proklamation mussten sie einfach reagieren. Und tatsächlich wusste Jesus auch, wie die Prophezeiung weitergeht. Zwei Verse weiter heißt es nämlich, auch lasse ich um das Blut deines Bundes willen deine Gefangenen frei aus der Grube, in der kein Wasser ist. Vom Blut des Bundes hat Jesus dann auch wenige Tage später beim Abendmahl gesprochen. Auch da haben sie ihn nicht verstanden. Sie haben nicht begriffen, dass er bald hingerichtet werden würde und dass Gott durch sein Blut einen neuen Bund errichten würde. Nicht nur zuvor mit den Juden, sondern für die ganze Welt. Für alle Menschen, die bereit sind, ihm zu glauben und ihm zu vertrauen. Aber was für ein Vers, ne? Auch lasse ich um des Blutes deines Bundes willen deine Gefangenen frei aus der Grube, in der kein Wasser ist. Das ist ein Bild für das Totenreich. Und auch das passt zusammen, weil kurz vor dem Einzug in Jerusalem hat ja Jesus ausdrücklich unter Beweis gestellt, dass seine Macht stärker ist als der Tod, indem er Lazarus aus dem Grab herausgerufen hat und vor allen Leuten ins Leben zurückgebracht hat. Und natürlich hatte diese Geschichte die Runde gemacht. Dazu braucht man kein Social Media. Das ging in den Gassen und in den Bazaren rum wie ein Lauffeuer. Und deswegen waren die Menschen auch davon überzeugt, dass Jesus kein selbsternannter Messias ist. Die gab es zu der damaligen Zeit zuhauf. Sondern sie glaubten, dass Gott selbst sein Versprechen einlöst und den Erlöser schickt. Und wenn das kein Grund zum Jubeln ist, endlich, Hosianna, der Erlöser ist da. Also für die religiösen Anführer war das jetzt eine blöde Situation. Für die war es nämlich genauso klar, dass Jesus gar nicht der Messias sein konnte, weil der ist ja durch ihre Prüfung gerauscht. Na, Jesus hat Menschen am Sabbat geheilt, geht schon mal gar nicht. Er hat sich mit Sündern abgegeben, das geht auch nicht. Und er hat sie, die heiligen Männer, als Schlangen und als Otternbrut bezeichnet, hat sie sogar der Heuchelei bezichtigt und mit getünchten Gräbern verglichen. Also wie kann so einer von Gott kommen? Der müsste ja sehen, dass sie die heiligen Männer sind. Aber was soll man machen, wenn das blöde Volk so überzeugt ist? Man will ja keinen Aufstand riskieren. Ein erster Schritt wäre es, Lazarus aus dem Verkehr zu ziehen. Und Johannes berichtet tatsächlich, dass die religiösen Führer vorhatten, ihn zu töten. Vielleicht mit ein bisschen Gift. Ne? Dann könnte man ja sagen, hat ja nicht lange vorgehalten, diese Totenerweckung. Und dieser Jesus, den wollten sie sich schnappen, wenn er alleine ist. Da wird sich bestimmt ein Weg finden. Das wird er schon sehen. Dieser Typ hat sich mit den Falschen angelegt. Aber Jesus war gar nicht überrascht. Er wusste genau, was er tat.
Er wusste, dass er in seinen Tod ritt. Er wusste, dass er sterben musste und dass durch seinen Tod ein neues Kapitel aufgeschlagen werden würde in der Geschichte zwischen Gott und Mensch. Und darum musste es in Jerusalem sein. Jesus wusste auch, dass es nicht allzu lange dauern würde, bis wieder eine Volksmenge ihre Sprechgesänge über ihn anstimmt, aber dann würden sie ihn nicht mehr als den König preisen, sondern rufen: Kreuzige ihn, kreuzige ihn. Und obwohl er das wusste, ist Jesus unbeirrbar seinen Weg gegangen. Es musste sein, um der Bosheit der Menschen willen. Es musste sein, weil er von Ewigkeit her für diese Mission bestimmt war. Es musste sein, damit du und ich mit Gott versöhnt werden können. Jerusalem, der Ort, an dem sich Gott und Mensch begegnen, ist nämlich auch ein Sinnbild für das menschliche Herz. Denn in unserem Herzen gibt es einen Raum, den Gott extra dafür erschaffen hat, um uns zu begegnen. Und in diesen Raum möchte Jesus einziehen. In diesem Raum möchte er wohnen, als unser Herr und als unser Freund. Und darum kommt er nicht hoch zu Ross wie die stolzen Könige, die von ihren Untertanen blinde Unterwerfung fordern, sondern auf einem Esel, den damals die einfachen Leute geritten haben. Und darum nimmt er die Festung nicht ein mit Gewalt, er tritt nicht die Tür ein wie ein machtgewohnter Herrscher, sondern er klopft demütig wie ein Bettler und wartet darauf, dass wir ihm öffnen. Es ist eine gute Idee, ihn willkommen zu heißen. Auch wenn wir wahrscheinlich wie die Jünger die ganze Tragweite erst im Nachhinein verstehen können. Auf jeden Fall verändert es Leben und das ist auch gut so. Um Jesus in unser Leben einzuladen, braucht es nicht mehr als ein kleines Gebet. Entweder frei, wie uns der Schnabel gewachsen ist, Herr Jesus, hier bin ich, da bist du, bitte komm, oder irgendwie so. Oder vielleicht mit den Worten eines alten Liedes. Komm, o mein Heiland Jesu Christ, mein Herzenstür dir offen ist. Ach, zieh mit deiner Gnade ein, dein Freundlichkeit auch mir erschein, dein heilger Geist mich führ und leit den Weg zur ewigen Seligkeit. Dem Namen dein, o Herr, sei ewig Preis und Ehr. Amen. Nun gehören unsere Herzen ganz dem Mann von Golgatha, Lied Nummer 93.